Hallihallo, willkommen zurück zu Assassin's Creed Revelations, der zweite Teil des Let's Plays. Wir spielen das Ganze hier in der Ezio-Kollektion auf der Xbox One. Ein klein wenig hübscher, nein, viel, viel hübscher als auf der Xbox 360, habe ich mir mal gegönnt. So, wie ihr seht, wir sind mit der Kutsche unterwegs und müssen den Templerhauptmann aufhalten, der mit dem Tagebuch aus Marcia flieht. Also machen wir das Ganze mal direkt hier und springen in die Action rein. Wo ist er? Wo ist er? So, zack. Nach rechts lenken. Immer schön nach rechts lenken. Gott, nein, nicht in diese... in diesen Graben da rein. Wir müssen rechts bleiben. Wir müssen rechts bleiben. Da ist wieder so ein Graben. Oh Gott. Wieso ist die Kutsche des Hauptmanns denn so robust? So, fahren wir jetzt mal hier rüber. Bam! Aber wir müssen hier rüber. Unsere Kutsche ist gleich schon wieder Matsch. Haben wir es geschafft? Ich weiß es nicht. Oh Gott, no! Nimm dies! Oh no! Haltet ihn! Haltet ihn! Eieieiei. Naja, mal kurz schütteln und dann steht Ezio wieder. Ist doch klar. Hier können wir wieder schön durch den Animus flitzen. Lass die Straße keinen Moment aus den Augen. Habt ihr mich verstanden? Niemand darf hier durch! Leandros! Da! So, so. Seht, wer aus seinem Loch gekrochen kommt, um zu sterben. Er ist so gut wie tot. Erledigt ihn. Na, da wäre ich mir nicht so sicher. Oder werft euch in die nächste Schlucht! Was ruckelt hier? So, verwundeter Adler. Der Templerhauptmann Leandros hat sie zum Sterben zurückgelassen. Finden und eliminieren Sie ihn und beschaffen Sie das Tagebuch. Mindestens 5 Wochen aus einem Heuhaufen heraus eliminieren. Das probieren wir, das mache ich gerne. Bastard! Jetzt! Hallo? Und Batz. So. Das Dorf infiltrieren. Ach, jetzt haben wir auch eine Waffe dazu gekriegt. Okay. So, okay. Wo müssen wir hin? Gehen wir mal in die Richtung hier. Wir sehen aber auch ganz schön schwach aus. Ah, hier haben wir ein Waffenrad. Das habe ich die ganze Zeit gesucht, aber Medizin haben wir noch keine. Primäre Waffen, okidoki. Giftklinge haben wir. Ja, Medizin haben wir noch nicht. Okay, sekundäre. Versteckt. Wurfmesser haben wir, Geld werfen, Pistole, Giftpfeile. Okay. Deckung. Wenn Sie die Anzeige gelb füllt, haben Sie die Wachen sie entdeckt und werden misstrauisch. Wenn Sie die Anzeige rot füllt, bereiten sich die Wachen auf einen Angriff vor. Okay, wenn sich die Anzeige einer Wache rot füllt, beginnt er eine Untersuchung. Versuchen Sie, den Sichtkontakt zu unterbrechen, bevor die Wache sie erreicht. Okidoki.
sich nichts geändert, aber ich mag mir trotzdem das alles schnell durchlesen, um nichts Wichtiges zu verpassen. So. Hier hätten wir schon mal. Nur plünder ihn. Na, jetzt stöhn mal nicht so. Hier geht's hoch, jawohl. Ja, das habe ich mir gedacht, dass wir da hoch müssen. Früher war das einfacher. Ja, ganz schön außer Atem. Hier ist kein Heuhaufen, also murks ich dich so ab. So. Ist keiner. Keuch nicht so rum. Wir haben noch niemanden aus einem Heuhaufen aus eliminiert. Ah, okay. Ah, okay. Atlas in Zeikitna in Rot, Missionsziele in Gold, Verbündete in Blau, wie immer. Ist hier in der Kutsche? Ist das ein Heuhaufen? Nein. Aber da vorne ist ein Heuhaufen. Gehe ich mal schnell rein. So. Der Tupp ist vielleicht hier nochmal vorbei. Dann kann ich den eliminieren. Hm? Ach komm, der ist nicht nah genug dran. Kann ich pfeifen? Früher konnte man doch so hübsch pfeifen. Ah, er kommt näher. Dank dir. Ein bisschen Geduld aufbringen. Da müssen wir durch. Ihr euch umdreht, würde ich gerne hier hoch. Komme ich hier hoch? No. Warum denn nicht? Was ist doch merkwürdig an dem? Okay, haut zu. Bams. So. Und nochmal Bams. Nochmal das Adlerauge. Wo müssen wir rum? Da müssen wir rum. Ezio, ey. Hier nicht hoch? Nein, kommt er nicht. Ach ja je. Vielleicht weil er so verletzt ist. Was sind denn hier Heuhaufen? An wen erinnert er mich? Okay. Der Adlersinn bleibt an, wenn ich kämpfe. Sorry, ich muss ein bisschen rumschnetzeln hier. Ich habe damit nichts zu tun. Da ist noch so ein Heuhaufen. Gehen wir um das Haus rum, würde ich sagen. Dann hätten wir den zweiten. Ups. Noch so ein slawischer Söldner? Bams. Ich will nicht sterben. Gehen wir mal hier rein und gucken nochmal in Ruhe. Müssen also hier durch. Schade, hier kommt aber jetzt auch keine Wache mehr lang. Tja, das wäre die zweite Möglichkeit gewesen, einen im Heuhaufen zu eliminieren. Irgendwo
ein Heuhaufen. Wo trägt man solche Mäntel? In Isfahan? Du sei mal schön ruhig. So, hier oben müssen wir lang, okay. Dann gehen wir hier oben lang. Kann es sein, dass du wirklich so tödlich bist, wie die Legende behauptet? Oder kommandiere ich ein Heer von Säufern mit Holzschwertern? Genau da lang, Ezio. Jetzt gibt es keinen Ausweg mehr. Nicht für mich und nicht für dich. Tötet das Schwein, bringt ihn um! Aha! Packt ihn! Bams! Und Bams! So, was nu? Okay, wir sollen plündern. Dann machen wir das mal. Haben wir heilen. Drücken Sie RB, Medizin auszuwählen. Ja, bitte. Danke. So. Ja, das ist schon besser. So, wir müssen also da hinten hin, ja? Akrobatische Fähigkeiten wiederhergestellt. Sehr schön. Stopp! Oh Gott. Komm hier wieder hoch. Ich mag doch hier die Truhe mitnehmen, wenn die doch schon hier direkt vor meinen Füßen liegt. Oh, cool. Nochmal Medizin drin. Sehr gut. So. Müssen wir da hoch oder wo müssen wir hin? Ich vermute das Ganze mal. Peppa. Wir bleiben aber hier oben. Komm mal näher, junger Freund. So, dich haben wir. Ach, macht das wieder Spaß hier? Bams. Oh, jetzt aber nicht runterfallen. Wenn Sie wüssten, was wir für einen Reibach mit Ihren Leichen machen. So. Da unten müssen wir hin, okay. Können wir hier auch schon wieder springen? Ja, natürlich. Wenn jetzt hier noch eine Wache wäre, das wäre zu cool. Aber die kommen hier leider nicht hin. Naja, haben wir halt das optionale Ziel nicht geschafft. Gehen wir mal schnell hier hin. Jetzt sollen wir hier hoch. Okay. No. Komme ich denn hier weiter hoch? Der hat es gerade nicht genommen. Oh, ja genau. Das hat mal schön sein, Leutzken. Ah, hier geht's weiter. Immer schön in Bewegung bleiben, Ezio. Bloß kein stehendes Ziel bieten. Ohoho. Was ist das hier für ein Seil? Ah. Wie schwer kann es sein, dich zu töten, hä? Warum stirbst du nicht? Hörst du denn nie auf zu winseln? Das war einfach. Da habe ich jetzt mit einem Kampf gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Tja, der alte Hund hat doch noch Zähne. Das Buch, das ihr tragt, wo ist es? Niccolo Polos Tagebuch? Das wird dir nicht helfen. Nicht mehr. Wir haben schon einen der Massiv-Schlüssel gefunden. Und bald auch die restlichen. Was in der Bibliothek ist, ist nicht für euch und nicht für die Templer. Behalte Altairs Bücher, Ezio. Wir suchen nur Orientierung. Wir suchen nur Hinweise zum Standort des großen Tempels. Des großen Tempels? Erzählt mir mehr. Los.
Requiescat in pace, bastardo. Okidoki, Checkpoint erreicht. Aktion beendet, eiskalt serviert. Und ein Erfolg und eine Aktion nach der anderen wird hier freigeschaltet. Wirklich ein bemerkenswertes Stück. Hier, das Material. Hart wie Stahl und doch leicht. Willst du wirklich mit dem Ding herumspielen? Jawohl, das will ich unbedingt. Ich habe lange darauf gewartet, einen in die Finger zu bekommen. Okay, du machst mich echt nervös, Bill. Keine Sorge. Ich glaube, ich habe nicht die richtigen Gene, um ihn zu benutzen. Oh, aber Desmond schon, glaubst du? Okay, das war also schon Sequenz 1. Was war das denn gerade? Du hast rumgeschnüffelt. Und zwar außerhalb der Desmond-Partition. Und als der Animus dich fand, verschob er dich wieder hierher. Er befolgt nur Befehle. Wie ein Absturzschutz. Er versucht, deinen Armkopf intakt zu halten. Ob du willst oder nicht. Und was genau machst du eigentlich hier? Spielen. Lernen. Warten. Vor allem warten. Ich lenke den Animus ab, so gut es geht. Für dich, damit du dich umsehen kannst. Ansonsten würde er dich jagen wie ein Virus und, dich löschen. Oh, nein. Schutzengel, also. So etwas gibt es nicht. Ja, ich. Danke. Okay, wir haben einen Checkpoint wieder erreicht und ich würde sagen, dann lassen wir die Folge auch hier enden. Seid ihr am Flughafen? Ja, wir mieten einen Jet. Kommst du auch? Ja, ich bin bald da. Gut. Sie wurde schon begraben. Ich weiß. Auf einem kleinen Friedhof bei Rom. Ganz nett. Oh Gott, wie schnell so eine Scheiße passieren kann. Liegt Desmond noch auf Eis? Ja, wir messen sehr viel Hirnaktivität, aber ohne das Überwachungssystem können wir nichts aufzeichnen. Halt mich auf dem Laufenden, okay? Wir sehen uns bald. Okay, den Dialog wollte ich noch abwarten, dann gehe ich mal in die Pause, damit hier nichts weiter passiert während der Aufnahmepause. Ja, ich hoffe, ihr hattet wieder ein bisschen Spaß und seid weiterhin mit dabei bei Assassin's Creed Revelations in der nächsten Folge. Bis dann, ciao!